Heute geht es um Gaming, Ablenkung und Sicherheit. Hallo, hier ist der Tim von GData. Nach mittlerweile über einem Monat Homeoffice und relativ wenig Möglichkeiten, draußen irgendwas zu unternehmen, ist eine Sache für viele ganz wichtig geworden, nämlich Unterhaltung und Ablenkung. Das kann die Serie auf Netflix sein oder auf Prime oder eben das Zocken an der Konsole. Umso wichtiger ist es, die Accounts, die dahinter stecken, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen. Am Dienstag tauchten dann Berichte auf, die darauf schließen lassen, dass bei einigen Anwendern der Nintendo-Account kompromittiert ist. Einer derjenigen, die davon betroffen sind, ist der Redakteur eines Online-Journals, in diesem Falle Ars Technica. Wie genau jetzt diese Kompromittierung zustande gekommen ist, ist im Moment noch nicht ganz klar. Eine Möglichkeit, die aber auf jeden Fall in Betracht kommt, ist das sogenannte Credential Stuffing, das wir auch im Falle von Zoom schon hatten. In diesem Fall kommt wieder das zum Tragen, was wir auch damals schon gesagt haben, nämlich, dass das Wiederverwenden von Passwörtern für mehrere Accounts eine schlechte Idee ist. Im schlimmsten Fall könnte es sogar sein, dass jemand, der einen solchen Account übernommen hat, auch die Möglichkeit hat, auf Einkaufstour zu gehen, auf Kosten eben desjenigen, dem der Account ursprünglich gehört. Gerade dann, wenn Zahlungsdaten mit dem jeweiligen Konto verbunden sind. Das mag für den einen oder anderen jetzt erstmal nicht nach einem besonders realistischen Szenario klingen, denn hier in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wenn jemand im Nintendo eShop ein Spiel kauft, dass dieses Spiel dann sofort direkt mit dem Gerät verbunden wird, das auf das Nintendo-Konto angemeldet ist. In anderen Ländern sieht das allerdings anders aus. Da kann man auch im Nintendo eShop Spiele kaufen, die nicht an ein Gerät gebunden sind. Das ist dann in Form von Lizenzkeys bzw. von Spiele-Downloads. Diese können dann auf Kosten des ursprünglichen Account-Inhabers eingekauft und dann gewinnbringend weiterverkauft werden. Alles, was dafür notwendig ist, ist die Region des übernommenen Accounts auf einen Bereich zu stellen, wo eben nicht mit einer direkten Installation, sondern auch mit solchen Lizenzcodes gearbeitet wird. Die Empfehlung von Nintendo ist deshalb nicht so wahnsinnig überraschend. Die Empfehlung ist hier in diesem Fall, einfach eine Zwei-Faktor-Anmeldung einzustellen. Das ist nicht besonders schwer, das dauert nicht lange und das kostet auch nichts extra. Nintendo benutzt nämlich hier den Google Authenticator, der kostenfrei für Android und für iOS eben auch verfügbar ist. Sobald die Zwei-Faktor-Anmeldung eingestellt ist, ist es unmöglich, einen Account zu übernehmen, nur indem man einfach das Passwort entweder weiß oder irgendwo geraten hat. Grundsätzlich sollte jeder, egal ob gerade irgendwo Accounts aktiv kompromittiert werden, eine Zwei-Faktor-Anmeldung einstellen. Es gibt eine Seite, wo ganz viele Dienste gelistet sind, die eine Zwei-Faktor-Anmeldung eben unterstützen bzw. nicht unterstützen und da kann man sich schon mal einen ungefähren Überblick verschaffen. Wo immer es möglich ist, sollte also jeder seine Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten und fast jede Art von Zwei-Faktor-Anmeldung ist in dem Falle besser als gar keine. Das gilt selbst mit Einschränkungen da, wo das per SMS läuft. SMS ist aus verschiedenen Gründen nicht ideal als zweiter Anmeldefaktor. Wenn ihr dazu mal genauere Infos haben wollt, dann kann ich dazu auch nochmal ein Video machen. Wenn das für euch interessant ist, dann schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare und dann schauen wir, was wir machen können. Ich habe unten in den Kommentaren auch diese Seite verlinkt, die wir uns gerade angeschaut haben, mit der Auflistung der Dienste, die Zwei-Faktor-Anmeldung anbieten und auch natürlich einen Link zu dem Artikel in der Knowledge Base von Nintendo. Wenn du immer dann Bescheid bekommen möchtest, wenn es ein neues Video von GData gibt, dann klick einfach hier auf den Abonnieren-Button, dann unten auf die kleine Glocke und du bekommst sofort eine Info, wenn es ein neues Video von GData gibt. Soweit von mir. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.